Leute, das ist das letzte fünf, das letzte insgesamt, das letzte von sechs Videos insgesamt, exklusives XDefiant Gameplay mit der Tech 50. Das dürfte eine Sniperwaffe sein. Fraktion ist leider noch mal cleaner, zum dritten Mal insgesamt. Wie gesagt, die letzte Fraktion, DedSec, muss freigeschaltet werden in der Vollversion, deswegen habe ich da wahrscheinlich kein Exklusivmaterial bekommen. Times Square, optisch mega, sehr geil. Mitten in New York City, wer schon mal selbst in New York war, es ist einfach geil auf dem Times Square. Geil, wenn man auf einem Schauplatz spielt, wo man selber schon mal gezockt hat, ist wahrscheinlich von The Division mit Sicherheit. M9 ist Sekundärwaffe, okay. Bin mal gespannt. Ach, das ist wieder hier Eskorte. Wieder nicht mein Modus, egal. Aber man sieht auf jeden Fall mal ein bisschen was von der Map. Und ich bin mir sicher, mit 120 FPS und auf einer PS5 oder auf einem PC wird das Ganze ultra, ultra sexy aussehen. Da bin ich überzeugt von. Oh, hier gerade in dieser dunklen Map oder auf dieser dunklen Map. Auf dem Times Square ist es normalerweise nicht so dunkel, weil da leuchtet einfach mal alles. Da ist Epilepsie vorprogrammiert. Es ist ein bisschen dunkler. Da wirkt sich diese rote Umrandung auf den Gegnern extrem aus. Und man sieht die Gegner wirklich sehr, sehr gut. Das finde ich eine starke Sache, dass du halt... Das minimiert wahrscheinlich den Effekt von Campen, weil du Gegner leichter siehst, wenn sie irgendwo in einer dunklen Ecke rumschimmeln. Das ist auf jeden Fall ein sehr schlaues Feature. Es fühlt sich halt wie ein gescannter Gegner an. Okay. Er hat mit Daumen hoch replied. Interessant, nach dem Kill. Wie lange geht denn das Gameplay? Das Gameplay geht gerade mal 4 Minuten. Das ist aber nicht lang. Reicht, glaube ich, auch für die Vorführung. Ein Eisbär. Ist das ein Gaskanister oder? Ach, da lag einer. Kann man sich hier hinlegen? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. War ich so blind? Egal. Ich glaube, hier kann man sich nicht hinlegen, oder? Weiß das einer besser? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin jetzt gerade ein bisschen lost, was das betrifft. Oh. Wo wollt ihr jetzt hin? Nee, da geht gerade gar nichts mehr rein. Ach, du siehst sogar, mit was für einer Waffe du getötet wurdest hier. Das ist keine Neuerung, das kennt man auch aus anderen Spielen, aber jetzt fällt es mir gerade erst auf mit der AC 6.8. So kriegt man, glaube ich, aber auch schnell raus, welche Waffe, wenn man selbst oft drauf geht, welche Waffe halt in diversen Spielen auf bestimmten Maps am häufigsten gespielt wird, wo sich rauskristallisiert, welches ist die krasseste Waffe. Weil du es halt immer verfolgen kannst, welche statistisch gesehen am meisten dir auf den Sack geht. Jetzt war es die M16. Boah, wieder mit der Wasserspritzpistole und es kommt einfach nichts an, krass. Okay, das war Gameplay Nummer 6. Ach, das war aber wirklich ganz, ganz schön flott, dieses Gameplay. Ich bin wie immer gespannt, was ihr zu sagen habt. Nach wie vor bin ich der Meinung, das Feature, dass man mitten im Spiel, mitten in der Runde Aufsätze wechseln kann und auch dieses Anti-Camp umrandungsrote Gedöns, das finde ich auf jeden Fall etwas, was andere Spiele sich unbedingt abschauen sollten, weil das wirklich eine feine Sache ist, um eben Red Spots zu vermeiden, Campen zu vermeiden, gerade für Spiele, die keine Abschusskamera bieten oder vielleicht auf einer Minimap, die nicht existiert oder eine Minimap, die rote Punkte verhindert oder einfach verschleiert, ist das eine
geile, ist das ein geiles Feature, und das verhindert auf jeden Fall irgendwelche Camper-Freaks. Und so sollten sich das vielleicht auch andere Spieler, Spieleentwickler wie COD mal abschauen, weil da ist das Campen eine absolute Vollkatastrophe. Und das ist meiner Meinung nach das, was eigentlich die Community bei jedem Gejammer immer selbst kaputt macht. COD war früher so genial, bis die Leute alle auf ihre Killstreaks nur noch geschwitzt haben und irgendwo rumgeschimmelt haben. Und die Community macht sich im Endeffekt die ganze Scheiße selbst kaputt. Ist jedenfalls meine persönliche Meinung und das ist in den letzten vielen Jahren Standard gewesen. Traurig aber war, da kann sich, denke ich, der ein oder andere von XDefiant von Ubisoft was abgucken. Wir müssen natürlich die Vollversion noch abwarten, ob das auf Dauer sich so hält, ob das alles so bleibt und alles so schön ist. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich freue mich auf weiteren XDefiant-Content. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt am Start, kommentiert, Daumen hoch. Abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.